Bayern-Sport wird Ihnen präsentiert von der Glücksspirale, die Rentenlotterie. Normalerweise wirft man beim Darts ja immer alleine auf die Scheibe. Doch es kann nicht schaden, wenn man sich schnell daran gewöhnt, dass man bei dieser Sportart nie ganz allein ist. Da ist Krach im Hintergrund, da läuft irgendwo Musik. Irgendeiner regt sich dann mal auf, dass er nichts trifft, der andere freut sich, dass er was trifft und so weiter. Und damit muss man klarkommen, dass man solche Dinge einfach ausblenden kann. Auffällig beim Darts, jeder wirft ganz individuell. Eine Einheitstechnik aus dem Lehrbuch gibt es nicht. Es zählt am Ende nur die Trefferquote. Das Ziel vom Darten ist ja so ein bisschen, den Wurf so zu perfektionieren, dass er immer konstant ist. Deswegen schaut man natürlich darauf, dass man immer die gleichen Bewegungen macht. Ich weiß schon, dass ich glaube, ich habe ein bisschen eher lockeren Wurf. Andere hämmern ein bisschen mehr drauf, sage ich mal. Darts ist eine echte Strategiesportart. Es geht um den richtigen Score. Und das sind nicht immer nur die höchsten Trefferfelder. Der klassische Fall ist natürlich, wenn man sturstracks auf die Triple 20 geht. Es ist aber wichtig, die anderen Zahlen mit dem Spiel mit zu integrieren im Endeffekt. Und dann, dass die Wege passen im Endeffekt, das ist wichtig. Fast so wichtig wie ein zielsicherer Wurf ist auch eine solide Rechentechnik. Darter müssen immer wissen, wo sie stehen und über welche Zahlen sie am schnellsten auf Null kommen. Ja, gut, jetzt versuchen wir mal gleich hier 302 mitzurennen. Bei 140 kommt dann nicht weiter. 162 ist dann eine Boogie-Zahl. Mhm. Also spiel gleich, wenn es geht über die 18 und dann über die Triple 20. Eine Taktikansage, die nur erfahrene Darter verstehen, aber oft genug gewinnt nicht der bessere Werfer, sondern der bessere Rechner. Also ab bestimmten Zahlen, ab gewissen 308, 307, 306, in dem Bereich muss man schon gewisse Zahlen anpeilen, damit man sich hinterher nicht auf eine Boogie-Zahl stellt, also sprich auf eine Zahl, die man dann nicht, im Endeffekt nicht auschecken kann. Ne? Fassen wir zusammen. 4 Dinge braucht ein Dartspieler. Eine stabile Psyche, Lärmresistenz, einen konstanten Wurf und Rechenkunst ohne Taschenrechner. Und bitte nicht vergessen. Man spielt ja nicht alleine, sondern es ist ein Team. Und wenn ich jetzt weiß, ich habe ein gutes Team hinter mir und die tragen das alles mit und die können da mal was ausgleichen. Wenn ich nicht so gut werfe, das ist schon, glaube ich, eine wichtige Sache, dass man selber auch ruhiger und stabiler wird. Der erste Dartsclub Regensburg im Ortsteil Schwabelweiß. In Sachen Darts ein echter Volltreffer. Bayernsport wird Ihnen präsentiert von der Glücksspirale, die Rentenlotterie. Dein Sportverein in Sat 1. 17:30 Sat 1 Bayern.